Ja, herzlich willkommen zum nächsten Projekt von mir. Heute mal nicht alleine, sondern mit einer liebenswerten Partnerin zusammen, und zwar der Marlin55M. Hallo an alle. Yo, ich freue mich, dass ich dabei bin. Und ich freue mich noch mehr, dass du dabei bist. Heute mal in vertauschten Rollen. Heute ich sozusagen mal als Haupttester, Hauptspieler, wie auch immer. Und die Marlene als Co-Kommentatorin. Genau, das ist auch mal sehr schön und sehr entspannt. Toll. Das glaube ich. Und wir spielen heute mal was, auch wieder was Altes natürlich. Tom Long, ein Adventure aus 1994, glaube ich, war es. Ein Werbespiel, also es ist Freeware, das heißt, ihr könnt euch das umsonst im Netz runterladen. Vielleicht sollte ich mal einen Link vielleicht in die Kommentare schmeißen, muss ich mal sehen. Ja, in die Beschreibung. In die Beschreibung, meinte ich. Ja. Und ist von McCain rausgebracht worden, dieser Pommes-Firma. Kennt man bestimmt auch noch. Gibt es die eigentlich noch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ja. Aber ich glaube, die gibt es noch, ja. Jedenfalls ein ganz tolles, eigentlich wirklich gutes Freeware-Adventure. Natürlich mit Ingame-Werbung, logischerweise. Aber geht so ein bisschen um Zeitreise und so. Und ist aber auch nicht so lang, glaube ich. Das heißt, es wird wohl ein relativ kurzes Projekt werden. Kommt doch an, wie wir uns anstellen. Weiß ich noch nicht. Genau, wenn wir es richtig blöd anstellen, dann gibt es auch genug Folgen. Das kann durchaus passieren. Das wird nämlich so mehr so halb blind sein. Und oder dreiviertel blind, wie auch immer. Und ich würde mal sagen, nicht wundern, dass das Spiel gerade so mitten im Spiel anfängt. Das ist leider so. Es gibt kein Intro, es gibt bloß die komischen Werbeeinblendungen oder die Firmeneinblendungen, und dann geht's gleich los mit dem Dialog hier. Und deswegen würde ich sagen, ohne langes Federlesen, ich habe sowieso schon wieder zu viel gequatscht, fangen wir einfach mal an. Genau, du kommst ja ziemlich spät. Ab in dein Zimmer, Tom, und erledige erstmal deine Hausaufgaben. Oh, scheiße, ich hätte es lesen müssen, alles klar. Ja, na gut. Es ist tatsächlich ein Päckchen für dich im Briefkasten. Irgendein Computerspiel. Ja, dann her damit. Ja, genau. Nicht so schnell, Tom. Erst machst du deine Hausaufgaben. Ich will das neue Spiel anschauen. Also ich würde sagen... Oh, au. Oh. Ich will. So geht das den ganzen Tag. Ich fetz dir gleich eine, du. Ja, ja. Ich glaube, ich krieg die Krise. Nervenzusammenbruch, Schreikrämpfe. Wirklich? Das kommt alles nur von diesen brutalen Videos und Computerspielen. Quatsch, ich hab's ja schon immer gesagt. Zu viel Frontal 21 geguckt, was? Die Computerspiele. Die Computerspiele in meiner Sammlung sind überhaupt nicht brutal. Das sagst du, ich habe sie aber heimlich gesehen. Und dieses Psycho Man, the Cat Killers, ist also kein bisschen brutal? Nee, es handelt sich nämlich hierbei um eine ganz besondere Pac-Man-Variante. Aha, du kannst mir ja viel erzählen, du. Ha! Und das soll ich glauben? Das sag ich doch. Wieso? Bist du etwa ein Ungläubiger? Wie redest du denn überhaupt mit deiner Mutter? Ich hab genau das im Kopf, was sie sagt hier. Das ist fantastisch, die Dialoge, echt in der Klasse. Du musst ja, glaube ich, gar nicht hingucken bei den Antworten. Ja, wie sprichst du eigentlich mit deinem Sohn, sag mal? So, jetzt sei nicht so frech. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, du kleines Ekelpaket? Was habe ich da eigentlich in die Welt gesetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht wirklich frech. Ich bin ein typischer, rebellierender Jugendlicher. Ach wirklich? Das kommt alles nur von diesen brutalen Videos. Ich glaube, wir drehen gerade eine Schleife. Jetzt drehen wir gerade eine Schleife. Es geht nämlich so hier, das Spiel, die Dialoge sind so getimed oder gebaut, dass man diese sozusagen in der richtigen Reihenfolge anklicken muss, die Antworten, um weiterzukommen. Ganz toll. Und da ich ja nur so viel Mist angeklickt habe, wahrscheinlich sind wir in der Schleife gelandet. Aber ich konnte nicht anders. Hoffentlich kommen wir da auch wieder raus, sonst landen wir wieder in der Höhlenwelt im Jenseits. Dann nehme ich mal... Nein, es handelt sich hierbei nur um ein Tierlexikon auf Diskette. Diskette, geil. Diskette, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und das soll ich glauben auch noch? Okay. Kannst ja auch kaum glauben. Ja, das glaube ich dir dann wiederum. Dein Glaube versetzt vielleicht Berge, aber nicht mich ab in dein Zimmer, sonst setzt was. Glaube ich zumindest. Ich wünschte, du würdest dich setzen. Wir könnten dann in Ruhe über alles diskutieren. Oh mein Gott. Mach nur weiter so, dann kannst du deinen Computer bis auf Weiteres vergessen. Ich werde mich das Passwort ändern. Bitte nicht alles so nicht, dass ich möchte noch mein Päckchen haben. Jetzt fang nicht noch an zu heulen, Kind. Das ist ja schrecklich mit dir heute wieder. Natürlich kannst du es haben, nachdem du deine Hausaufgaben erledigt hast. Ich erpresse dich jetzt ein wenig. Na gut, okay, ich habe zwar keine Hausaufgaben, ja, siehst du, mach sie aber trotzdem. Auch eine Leistung, ja. Ja, finde ich doch auch. Ich hoffe, du respektierst das, Mutti. Nein.
Na gut, und ich bewache hier so lange den Briefkastenschlüssel. Grrr, du Wachhund, du. Hauptsache, du fängst dich an zu bellen. Ich scheue dir tatsächlich gleich meine Kehle. Weißt du das? So, wir sind befreit vom Dialog. Oha! Das ist ja schlimmer als in der Höhlenwelt. Ja. Übrigens auf dem Duo-Kanal, den ich mit Steffi habe, zu sehen ist das Duo Infernale. Ja, genau. Ein altes Adventure. Okay. So, wie gesagt, hier sind Icons zum Benutzen. Nimm, schauen, benutzen, sprich, gehen. Ja, ihr Laden, es gibt auch einen Speicherknopf, der ist hier, versteckt, warum auch immer. Ah ja, da hab ich schwarz auch, auf schwarz. Ja, da habe ich mich halt auch tot gesucht. Und ja, mehr können wir erstmal nicht machen. Wir müssen erstmal, ja, brav der Mutti folgen und in unser Zimmer gehen, das hier ist. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, das ist oben. So. Ein Buch. Dieses Zimmer kommt mir irgendwie bekannt vor aus dem anderen Spiel. Und zwar ja. Day of Tentacle. Stimmt. Ne? Diese Box, ja. Diese Boxen. Ja. Day of the Tentacle, ja, genau, ja. So, hier können wir uns mal ein bisschen umgucken. Gibt's nicht viel, okay. Ein Buch. Angucken. Ein Buch. Oh. Alice im Wunderland, wir grüßen Alice Scott Merton. Ich wusste, dass das kommen würde. Na klar, ich grüße immer alle Leute. Ja. So, dann würde ich sagen, nehmen wir das Buch gleich mal auf. Was auch immer das bringt, keine Ahnung. Okay, vielleicht landen wir ja auch im Wunderland. Ich weiß das gar nicht mehr, wo wir landen. Ich weiß noch, dass wir irgendwann auch im Wilden Westen landen noch. Das weiß ich noch. Bei Freddy Farkas. Vielleicht. Sieht schon ein bisschen... Ja. Was ist das ein modern Spiel? Ja, auf der Sounddisk ist nichts zu sehen, wahrscheinlich nur zu hören. Deswegen schnappen wir uns das Ding einfach mal. So. Hier ist eine Schublade. Die machen wir mal auf. Okay. Hat gerade gequietscht. Mal gucken mal rein, was da so Schönes drin ist. Ne? Socken. Ein Werkzeugkasten. Mitnehmen. Alles einsacken, was du nicht sagen willst. Ja, aber was macht ein Werkzeugkasten? Na egal. Naja, wenigstens ist er weggeräumt. Ist doch schon mal was. So, das ist unser geiler Computer hier. Fantastisch. Ein topmodernes Ding. Besonders der Monitor fasziniert mich jetzt ganz neu. Ah, ein Hell 9000, fabrikneu. Mhm. Aha. Hört sich an wie, hört sich an wie 2001. So. Ja. Ja, ist es auch. Ja, ne? Ja. So, und jetzt geht's darum, die Mutti vom Briefkasten wegzubekommen, damit wir unser cooles Spiel aus dem Briefkasten bekommen. Aha. Und dazu muss man erstmal den Computer mit dem Werkzeug aufmachen. Wie bitte? Ja, so ist das früher gewesen. Dann, ich glaube, die Sound Soundkarte da reinstecken. Nee, ich glaube, der hätte ich gleich auch machen müssen. Jetzt noch nicht. Ist egal, jetzt ist er offen. Der Computer geht nicht. Okay. Lass mal rumschrauben. Warte mal. Ich glaube, ich muss ihn jetzt wieder zumachen. So, und jetzt, glaube ich, die Soundkarte. Ach nee, Quatsch. Man benutzt Dinge nicht. Also dieser Benutzen-Knopf ist nur für Dinge da, wenn man die wirklich benutzen will. So. So wie die Schublade. Wenn man jetzt einen Gegenstand benutzen will, muss man den Gegenstand anklicken und darauf machen. Ah, okay. Ja, genau. Ja, das ist ja auch, ergibt ja auch Sinn. Ja. Und was passiert da jetzt? Schön, es gibt ganz komische Geräusche von sich. So, das gehen wir in den Flur, weil jetzt ist nämlich die Mutter total verschreckt von dem Geräusch. Dieser Krach, ist ja furchtbar. Was, halte ich nicht aus, meine Ohren. Und rennt, warum auch immer, in unser Zimmer ist jetzt da drin. Oh, nein, wo ist sie hin? Ist sie die Pflanze geworden? Oh Gott. Chuck. Chuck, ja, die kenne ich auch, Chuck. Ja, Chuck. Ja. Hier ist nochmal Chuck. So. Genau. Und jetzt nehmen wir uns mal den Schlüssel hier. Den Briefkastenschlüssel. Wie gemein. Und können endlich an unsere Beute ran. Aber ja gut, die Musik werde ich ja hören, wenn du es hochgeladen hast. Das war da sicherlich kein Techno, hoffentlich, ne? Das ist die Musik, die wiederholt sich übrigens jede halbe Minute, ist voll nervig. Oh. irgendwo musste man wahrscheinlich sparen. So. Ja, den Briefkasten kann man natürlich nicht nehmen. Nein, aber ich kenne das. Pixel Hunting pur. Nee, wir müssen nämlich erst den Briefkasten anschauen. Oh nee. Da liegt nämlich ein Paket. Ganz offensichtlich und wir können es trotzdem nicht nehmen. Sowas liebe ich ja immer. So. Jetzt kann ich es nehmen. Nein. Was ist denn? Wir müssen mal aufmachen. Ja, klar. Bitte darum. Wie mache ich das dann auf? Mit dem Werkzeugkasten? Werkzeugkasten vielleicht. Nee.
Wahrscheinlich muss ich reinschauen. Ja. Ah. Oh. Eine Anleitung, eine McCain-Disc, ein McCain-Abspieler, hä? Was immer das ist. Und Hardware. So. Und ist da noch mehr drin oder was bedeuten diese Pfeile nach links ja, oder rechts? Ja, das ist das Inventar. Nö. Ja, okay, gut. Ich lese anstatt Toms Zimmer immer totes Zimmer, also ist er auch nicht. Es sieht ja auch ziemlich tot aus irgendwie. So, naja. Wir schauen uns jetzt mal die Anleitung an, weil wir müssen jetzt nämlich dieses ganze Zeug mit dem Computer benutzen. Damit wir das Ding zum Laufen bekommen. So, ich hoffe, wir können uns das merken. Wir öffnen den Computer, packen die Hardware hinein, also dieses Teil hier. Nee, das hier. Ja. Dann schließen wir den Computer wieder zu. Ja. Dann schmeißen wir die Diskette ein. Ja. Und das Abspielgerät? Weiß ich nicht. Egal. Da sagt man nichts von. Hm. Also öffnen, Hardware rein, schließen und Diskette. Okay. Gut. Können wir uns merken, ne? Das können wir uns merken. Sehr gut. Okay. Gut, dann mach doch das Ding erstmal auf. Ah nee, Werkzeug. So, dann die Hardware reinschmeißen. Alles eingebaut. Toll. Mann, ist der schnell. So schnell bin ich nicht. Nee, ich auch nicht. Achso. Und den wieder zumachen, den Computer. Genau. Also die Steuerung ist so ein bisschen aus der Hölle. Die ist lahmarschig und träge. Es, ja, sieht, es, sieht ruck, also, es ist nicht ruckelig, das ist so das Spiel. Es ist so, dass es so ruckelt. Es ist nicht vom Video. Okay. So, und jetzt die und dann Diskette. Die Diskette rein. Ach, da steht das Ding jetzt, siehst du? Hat er hingestellt. Ah! Ach, das ist ja toll. So, Rinder. Schön. Oh. Was ist das? Hallo Tom, schön dich schon wieder am Computer zu sehen. Ich glaube, das ist seine Flamme. Erst dachte ich, das wäre seine Schwester, aber ich glaube, es ist seine Flamme im Spiel. Aha. Ja, jedenfalls. Ach so, ja, du hast dich gerade vorgestellt, genau. Was ist denn los? Stör mich nicht. Ein Wort. Boah, bist du unfreundlich. Was hast du gerade gesagt? Oh, ich sagte Tag, Helen. War nett, dich zu sehen. Bis morgen. Morgen sind wir vielleicht schon nicht mehr miteinander befreundet. Zick, zick, zick. Oh, könnte das Leben wirklich so grausam zu uns sein, Baby? Boah, das Leben ist grausam, genau wie deine Computermanie. Genau wie du, in deiner zügellosen Eifersucht kennst du keine Grenzen. Ich bin überhaupt gar nicht eifersüchtig, du Vollhonk. Siehste, auf wen denn schon? Also irgendwie niedlich, wenn du dich so aufregst. Ich tritt dir gleich. Nein, speichelst du mir etwa? Vielleicht. Vielleicht. Typisch Mann wieder. Mein Gott, was hast du denn, Helen? Das kapierst du ja sowieso nicht. Mit mir, ich bin sauer. Aber das verstehst du ja nicht. Aha. Richtig sauer. So. Sauer. Warum denn? Warum? Weil du eigentlich mit mir eine Verabredung hattest und nicht mit diesem scheiß Computer. Also irgendwie, ne? Ich kann es nicht anders sagen, aber irgendwie, ne? Mutti, ja, und, ich, Mutti ja. Und du, ihr seid das sehr ähnlich. Deine Mutter hat mir gesagt, du würdest Hausaufgaben machen, als sie hier schreit rausgerannt ist. Ja. Ich glaube, wie sie reingekommen ist, egal. Ja, egal. Ich lebe nicht fürs Lernen, ich lebe nur für dich, Baby. Boah, du alte Sülzbacke, wirklich, ja. Ach, Scheiße. Mist. Ja. Ich hasse Schmeicheleien. Was ist denn los mit dir? Achso, das hatten wir auch schon. Ah, das hatten wir auch schon. Also ich finde dich eher süß. Furchtbar. Da sind wir schon wieder. Nein, niemals hatten wir das schon. Aber ich klick mal kurz durch. Ich brauche aber ab und zu eine Schmeichelei. Du hör mal, ich glaube, wir müssen mal die Folge beenden. In diesen Schmeicheleien. Ja, stimmt, die Zeit läuft inzwischen davon wieder gerade. Fertig, ja. Gut, dann würde ich sagen, den Dialog knacken wir beim nächsten Mal und schmeißen sie raus, damit wir in Ruhe am Computer kommen. Und sag erstmal Horido bis zum nächsten Mal und ja, überlasse dir das letzte Wort. Ja, ciao. Ciao, bis dann.